Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei Victoria 2. Man munkelt, ja, dass es irgendwo einen Zweiten Weltkrieg geben soll, aber wir sind voll damit beschäftigt, hier den Ersten Weltkrieg zu führen. Recht früh, 1890, ist es am 19. Juni. Das Deutsche Kaiserreich umringt von Feinden, angegriffen von Feinden, aber wir verteidigen uns derzeit ganz gut. Ich habe über eine Sache nochmal nachgedacht. Da gab es auch entsprechende Hinweise in den Kommentaren. Zum Thema Mobilisierung. Es ist, ja, ich glaube in der Tat noch immer so, dass wir es militärisch vielleicht ohne Mobilisierung schaffen könnten. Aber ich denke, das ist zu sehr auch in der Spielmechanik gedacht. Denn versetzen wir uns mal in die Stimmungslage hier im Land, ins Land. Da vermute ich, wenn wir so umringt sind von Feinden und wenn wir einen Defensivkrieg führen, dann ist die patriotische Stimmung, zumindest in dieser Zeit, sehr, sehr groß, sodass wahrscheinlich es gar nicht denkbar ist, für eine Regierung hier so einen Kabinettskrieg zu führen. Der Druck wird von der Bevölkerung so groß sein, die freiwilligen Meldungen und so weiter, dass wir auf jeden Fall jetzt mal mobilisieren werden. 171 Brigaden haben wir, die mobilisieren können. Wow. Das bedeutet fast, ja, irgendwie 500.000 Leute, die jetzt hier zu den Waffen gerufen werden. Wahnsinn. Okay. Alles klar. Dann wollen wir sehen, vielleicht suchen wir uns mal so vier Zentren, wo sie hinkommen sollen. Machen wir einmal Dortmund, einmal Würzburg, einmal Berlin. Da können sie sich da ein bisschen sammeln. Und na, vielleicht nicht zu weit im Osten, machen wir nochmal hier Stettin. Okay, dann habe ich vergessen, hier noch ein Protektorat zu errichten. Ja. Und ich denke, Standard sollte immer ein Level 1 vor sein. Das wollen wir dann hier auch nochmal bauen. Hier. Und hier. Ne, da haben wir schon eins. Oh, aber hier ist noch 0. Das haben wir hier noch vergessen. Na sowas, dann ziehen wir das jetzt nochmal irgendwo durch. Ach, irgendwo kann er mit Steuerung oder sowas überall bauen. Ja, sehr schön. Wunderbar, das hat ja perfekt geklappt. Gut, prima. Dann können wir uns wieder dem eigentlichen Kriegsgeschehen widmen. Es gibt zwei Sachen, über die ich mir Sorgen mache. Das erste ist hier oben die sehr starke französische Armee hier oben noch, die 120.000 Mann hier fast hat. Und wenn die Brüssel belagern und die Stadt fällt, dann könnte ganz Belgien aus dem Krieg ausscheiden müssen. Das wäre ein Problem. Ansonsten ist hier unsere sehr moderne Kriegsflotte angeblich unterlegen gegen diese alten Schiffe aus Frankreich und aus Russland. Ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Wir haben auch schon verdammt viel zerstört hier beim Gegner. Außerdem ist unsere Flotte ja noch im guten Zustand. Also ich traue eigentlich nicht dieser Prognose. Wir werden hier einfach das mal weiterlaufen lassen. Gut. Okay. So weit, so gut. Dann machen wir auch mal weiter, verfolgen hier die Schlachten aller Orten. Hier unten sind wir ja geflohen. Wollten wir zumindest. Ich hoffe, er hat sich das gemerkt. Bitte. Ja, hat geklappt. Oh, und was sehe ich da? Ein Friedensangebot von Frankreich. Ich lache mich tot. Alles klar. Das geht auch jetzt wirklich schnell. Damit hätte ich nicht gerechnet in dieser Situation, aber die Franzosen haben offenbar gemerkt, dass sie keine Chance haben. Tja, was machen wir nun? Normalerweise würde ich sagen, wir ziehen das weiter durch, wenn man jetzt substanzielle Kriegsziele hätte, die man durchsetzen kann. Wir haben Infamie 23,5. Die Grenze, die ich nicht überschreiten will, ist 25. Und damit gibt es für uns keinen Spielraum. Und ich glaube auch, unsere Beteiligten haben hier noch keinen einzigen Kriegsgrund hier erwirkt. Wir können mal spaßenshalber mal auf Frankreich gehen und gucken, was irgendwas noch kosten würde. Mal gucken, hier Einflusssphäre. Das kostet 1,3 Infamie. Wenn wir zum Beispiel Tunis aus der Einflusssphäre rausnehmen, das wäre gerade noch so möglich. Das wäre gerade noch so möglich. Eigentlich ein ganz lohnenswertes Ziel. Oder Algerien vielleicht interessanter. Die kommen dann
Also Region erobern und so weiter, das ist alles, ihr seht es, viel zu viel. Platz an der Sonne auch, 3,3. Weltgeltung auch. Es ist günstiger als sonst, das muss man schon sagen. Insofern eigentlich eine schöne Sache. Force abreißen, das wäre noch eine Möglichkeit. Aber in einer Region ist auch ein bisschen doof. Zumal die das relativ schnell wieder aufbauen. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Erniedrigen könnten wir sie noch zusätzlich. Ja, los. Das ist, glaube ich, das ist das, was Wilhelm II. Jetzt machen würde. Wir werden das hier nochmal hinzufügen. So. Frankreich erniedrigen. Jetzt sind wir bei 24,55. Jetzt werden sie vermutlich das noch nicht drin haben. Deswegen lehnen wir das jetzt mal ab. Und werden jetzt noch ein bisschen Zeit vergehen lassen und mal nach so einem Frieden fragen. 6. Juli, was sie denn davon halten. Also so lange wird noch weitergekämpft. Also so ganz so einfach wird es auch nicht. Gut, das ist diese Transportflotte. Okay, wie sieht es hier aus? Wir wollten uns hier ein bisschen erholen. Das ist auch noch dringend nötig. Hier laufen die Schlachten gut. Hier unten wollten wir fliehen. Können wir das jetzt schon? Eigentlich können wir das schon. Ich will mal auf befreundetes Terrain verschwinden. Ja, das passt mir ganz gut. Okay. Hier läuft es auch anständig. Boah, hier ist eine riesen Armee. Mit den Belgiern an der Spitze 18.000 vernichtet. So. 29. In den Juli kommen wir noch hinein. Die Schlacht von Metz. Gewonnen. Oh, Moltke ist auch hervorragend. Das ist. Eigentlich ist von Moltke unser bester Mann. Der reine Wahnsinn. Ach, das sind jetzt schon die mobilisierten Einheiten, die wir jetzt vermutlich erst recht nicht mehr brauchen. So, und dann ist noch eine Belagerung erfolgreich gewesen. Wo ist eigentlich die Einheit von Moltke jetzt hin? Ach, die steht da. Wo marschieren wir denn jetzt hin mit dem? Wir versuchen mal hier Brüssel zu sichern. Scheint mir jetzt die vordringlichste Aufgabe zu sein, außer diese 6.000. Die sollen mal hier nach Dortmund gehen. Wenn wir die noch gebrauchen, dann ganz sicher nur um ja irgendwo Frontlinien abzusichern oder so. Auf keinen Fall hier. Ach nee, ihr sollt stehen bleiben. Ihr sollt weitergehen. Auf keinen Fall für die vordersten Kriegseinsätze. So. Die Schlacht von Torun haben wir gewonnen mit wenig Verlusten. Das ist sehr schön. Wie ist hier die Lage? Na, auch die brauchen etwas Erholung. Warten wir nochmal kurz, beziehungsweise setzen wir die nochmal auseinander. Oh. In Brüssel und Hessen-Kassel ist tot. Und in Brüssel kommt zur großen Schlacht. Zur richtig großen Schlacht. Vielleicht am Ende des Krieges, 6. Juli. Aber wir werden jetzt hier nochmal. Wann können wir? Am 6. Juli eigentlich. Warum geht es nicht? Jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, erniedrigen und das werden sie jetzt nicht annehmen. Ich lache mich tot. Alles klar. Gut, dann müssen wir eben noch ein bisschen weiterkämpfen. Dann hilft's nicht. Dann müssen wir diese Schlacht hier noch gewinnen. Ich weiß gar nicht, warum wir da so schlecht dastehen. Was ist denn das hier vorne? Kavalleriebrigaden in der ersten Reihe. Das sind vermutlich, keine Ahnung, wer da an unserer Seite kämpft. Die Belgier? Ich weiß es nicht. Warum stehen wir so schlecht da? Nein, wir stehen gut da. Was sage ich? Was sage ich? Die Schlacht von Besançon hervorragend ausgegangen. Vielleicht können wir sie abfangen. 12. Juli, 13. klappt nicht. Dann marschieren wir hier hin. Was macht ihr denn da? Das 9. Korps greift mal hier an. So, hier haben wir ein bisschen Probleme. Vielleicht holen wir gleich mal die freiwilligen Verbände hier mit rein. Die sollen dann mal gleich zeigen, was sie drauf haben. Die sind einigermaßen frisch wieder. Die schicken wir hier hin. Oh. Und das Zarenreich steht schon kurz vor Berlin. Unfassbar. Das muss verhindert werden. Schieben wir einmal hier hin und einmal hier runter. Kein Thema. Die können sich mal um die wenigen kümmern und die ruhen sich noch ein bisschen aus. Die ruhen sich jetzt noch ein bisschen aus. Gut.
Spannungen lösen sich auf. Die Spannungen Bonga Amara sind einige Zeit ziemlich hoch gewesen, doch in letzter Zeit scheint sich die Lage wieder zu beruhigen. Aus irgendeinem Grund scheint die Stimmung in dem Gebiet wieder ruhiger zu werden und viele Militante kehren wieder zu sinnvollen Beschäftigungen zurück. Vermutlich sieht man uns als zu stark an, um Widerstand zu leisten, aber vielleicht hat sich die Wut von selbst ausgebrannt. Okay, in Amara verliert die Bevölkerung eine Militanz. Also irgendwo in unseren Kolonien. Was macht da oben die Seeschlacht eigentlich? Oh ja, schaut euch das mal an. Wir waren unterlegen und jetzt vernichten wir wahrscheinlich komplett die gegnerische Flotte. Und wie sieht's aus mit unseren Schiffen? Boah, das Schlachtschiff Brandenburg noch zu 100% intakt. Überhaupt kein Problem. Also dreifach, vierfach überlegene Gegnerflotte. Die schnetzeln wir einfach hier weg. Hervorragend. So, dann zieht ihr mal dorthin. Okay, das sieht jetzt eigentlich alles gut aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch lange durchhalten. Ja. 81 Schiffe und wir haben ein Schiff verloren. Was ist irgendwas Leichtes? Wahnsinn. Also das nennt man echt mal, vielleicht waren das auch die Dänen, die hier ein Schiff verloren haben. Das nennt man echt mal Flottenüberlegenheit. So, aber ein bisschen reparieren können wir trotzdem. Aber ein beeindruckender Sieg der deutschen Marine im Öresund. Ganz vorne unsere beiden Schlachtschiffe. Und auch hier, die Franzosen werden niedergerungen. Eigentlich haben die keine Chance mehr. Eigentlich haben die keine Chance mehr. So, in Regensburg. Oh ja, das war noch relativ verlustreich, die Sache, aber immerhin gewonnen. Und die Schlacht von Brüssel, 66 gegen 10.000 Verluste, auch die wurde gewonnen. Sehr gut. Die Holländer holen sich hier alles zurück, was sie verloren haben. Der Gegner flieht. Wir können ihn bei Gelegenheit verfolgen. Und zwar jetzt. So. Auch hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Das sind unsere Freiwilligen. Die können wir mal zurück nach Würzburg schicken. Die anderen sollen sich ein bisschen erholen. Wo zieht ihr hin? Können wir euch noch abfangen? 20. Juli, 19. Na, da ziehen wir dahin. Ja, das geht auch sehr gut. Und der nächste Kommandeur ist gestorben. August von Spee. Können wir hier noch einen neuen benennen? Ah, ja, leider läuft die Zeit hier. Wir haben kaum Zeit. Tja, das ist jetzt immer ein bisschen fummelig. Ah, den nehmen wir hier. Leonhard von Moltke. Mit dem Namen wirst du gleich befördert ins 4. Korps. So, wie sieht's aus? Ne, ein bisschen Erholung wäre nicht schlecht. Ach, wir könnten eigentlich mal hier die Provinzen erstmal zurückerobern, bevor wir, falls das überhaupt nötig ist, hier nochmal in österreichisches Gebiet wieder zurückdrängen. Wo marschierst du hin? Nach Bayreuth. Da werden wir dich abfangen, aber wir haben hier eine ganz schlechte Organisation. Ne, hier müssen wir erstmal ein bisschen warten. Hilft nichts. Tunis ist bankrott. Okay. Wir haben einen Kriegsgrund gegen Tunis erhalten. Aber derzeit haben wir Besseres zu tun. Wobei, kann man das eigentlich noch... Gegen die sind wir doch auch im Krieg. Kann man das irgendwie noch hinzufügen? Gegen Tunis? Kriegsziel hinzufügen? Schulden tilgen. Ja, das kostet keine Infamie. Kostet uns nochmal 3 Kriegspunkte bei den Verhandlungen, aber das... stört ja wohl gar nicht. Also das lassen wir uns hier nicht gefallen, hier noch während des Krieges hier ihre Schulden nicht zurückzuzahlen. Wo gibt es denn sowas? Ja, auch wenn sie auf der anderen Seite stehen, das ist uns total Banane. Okay, wir gucken mal ganz kurz, wie sie so ticken. Sie werden es nicht annehmen. Sie wollen also wirklich, dass wir in Paris einmarschieren. Na, es ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. Hier stehen schon unsere Truppen, aber da stehen auch relevante, noch eine große relevante französische Armee, allerdings eine reine freiwillige Armee, sollte kein Problem sein. So, Küstrin ist gewonnen. Hervorragend. Ach so, hier oben. Da langweilen wir uns langsam. Nein, wir sind immer noch nicht ganz erholt. Das wollen wir nicht riskieren. Was machen die Italiener? Die schlagen sich hier ganz gut. Ach so, unsere Truppe hat sich auch wieder einigermaßen erholt. Erfreulich, dann versuchen wir es jetzt nochmal, Marseille zu erobern.
hier kommen die Italiener auch sehr gut voran in den Alpen. Das ist alles sehr in Ordnung. Und hier unten belagern die Osmanen weiter Tunis. Sehr schön. Sollen sie erstmal noch die Hauptstadt erobern. Das wird dann. So, die Schlacht war erfolgreich. Was machen wir jetzt hier? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir ziehen mal einfach nach hier weiter. Gut, hier entstehen natürlich jetzt überall die französischen Freiwilligenverbände. Oh, von Moltke wieder einen hervorragenden Sieg errungen. Das ist ein toller Anführer. So, dann werden wir hier... Nee, da will ich nicht durchmarschieren. Ich will hier lang und dann hier lang. Das ist der Plan. So, hier versuchen Franzosen... Oh, 40.000 sind hier nochmal zusammengekommen. Die nächste Belagerung ist hier erfolgreich. Hier will ich doch mal die Franzosen noch ein bisschen ärgern. So, wie sieht es hier aus? Die werden wir vernichten können. Jetzt versuchen wir es. Kommt von beiden Seiten hier. Kann doch nicht sein, sowas. Und hier gehen wir auch jetzt voran. Metz wird auch schon wieder bedroht. Hier sammeln sich immer mehr Franzosen. Hier kommen weitere 40.000. Müssen wir ein bisschen aufpassen, was hier los ist. Aber mir scheint jetzt erstmal Paris irgendwie wichtiger zu sein als dieses Grenzland, als Elsass-Lothringen. Oh, hier müssen wir, glaube ich, helfen. So. Hier haben wir erfolgreich erobert. Ziehen wir mal weiter. Die Briten kommen von Süden hoch. Das ist eigentlich alles ganz gefällig. Also ich weiß nicht, warum die Franzosen das jetzt echt so durchziehen. Sie wollen es echt nicht wahrhaben. Es muss aber sein. Paris wird bald fallen. Auch wenn hier noch meine französische Armee versucht durchzudringen. Es gab eine Schlacht in Stettin, die wir gewonnen haben. Und eine von Königsberg. Oh, die war hervorragend. 25.000 gegen 1.200. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Dann würde ich mal sagen, eine Armee zieht hier zurück. Oh, hier sind noch weitere russische Armeen. Nee, dann müssen wir uns erstmal um die kümmern. Und ihr habt euch schon mal vielleicht ein bisschen erholt. Es geht so. Dann geht doch mal nach Landshut. Ja, in unserem Hinterland. Da passiert jetzt ein bisschen was. Wir müssen vielleicht doch mal ein bisschen sammeln. Aber es ist so verlockend, jetzt hier weitere Belagerungen durchzuziehen. So, das war auch von Erfolg gekrönt. Dann geht bitte nach Breslau. Und holt euch erstmal das zurück. Okay, die Schlacht ist auch gewonnen. Wir ziehen hier unten durch. Und hier haben wir die Belagerung erfolgreich. Dann werden wir jetzt erstmal der Reihe nach hier diese Provinzen wieder befreien, gewissermaßen. Das sind jetzt alles mobilisierte Einheiten. Das müsste relativ zügig gehen. Und er wird aber danach auf Paris marschieren. Das wird dann, das müsste dann eigentlich der Höhepunkt werden. Und wenn sie dann nicht bereit sind, unseren Bedingungen hier zu entsprechen, dann weiß ich auch nicht weiter. So, Oppeln haben wir jetzt erstmal befreit. Das ist gut. Wo ziehen die hin? Können wir die abfangen? 31. 31. vielleicht. Das ist eine Freiwilligenarmee ohne Anführer. Dann nutzen wir einfach mal die, um hier die in Freiburg zu bekämpfen. So. Ja, in Chaumont haben wir einfach mal 12.000 erledigt. Wir ziehen weiter zu diesen 18.000. Und wir werden irgendwo angegriffen. Ja, das ist aber lächerlich. Das können wir geflissentlich ignorieren. Irgendein Dschungelkampf und das nächste Mal werden wir angegriffen.
Oh, das ist aber ein bisschen relevanter. Da müssen wir jetzt dringend helfen. Das wird jetzt die entscheidende, abschließende Schlacht, wie mir scheint. Ach Gott, nerv mich doch jetzt nicht immer mit diesen Dingen dort. Lasst uns lieber nochmal hier zurück zur Front. Okay, Leute, wisst ihr was? An dieser Stelle, ich sagte entscheidende Schlacht, doch ein guter Augenblick, um hier innezuhalten. Die Frage ist, kommt Heinrich von Sachsen-Meiningen rechtzeitig, um hier Hilfe zu bringen? Und schaffen wir es dann, Paris zu erobern und die Sache hoffentlich zu einem Ende zu bringen? Das ist das große Ziel. Wir wollen nicht nur Reparationen, wenn, dann muss auch Frankreich ein bisschen büßen und im Staub vor uns knien. Erniedrigen wollen wir sie, wenn sie schon uns so perfide angreifen und diese Bündnisse schmieden. Also, wir werden sehen, ob das klappt. Beim nächsten Mal macht's gut, euer Steinballen.